Ich habe neulich eher zufällig wieder mal ein Fashion Editorial fotografiert und festgestellt, dass mir das am meisten Spaß macht. Warum? Weil es eine Mischung aus Hochglanzmode und kreativer Umsetzung eines Editorials ist. Da ist Storytelling gefragt und das macht Spaß, so etwas zu kreieren. Dafür braucht man ein Team, mehrere Beteiligte. Wie spielt dieses Team zusammen? Wer hat welchen Einfluss? Welchen Einfluss hast du als Model, als Make-up-Artist, als Fotograf, Fotografin dabei? Kannst du das mitgestalten? Wie viel ist vorab geplant? Wie viel wird noch am Set improvisiert? Schaut mal zu, wie wir als Team das bei diesem Editorial gemacht haben. Freitagmorgen, 8:45 Uhr. Ich bin in Düsseldorf. Als Kölner sagt man der verbotenen Stadt. Und wir fotografieren heute Fashion von Vanessa. Vanessa ist Studentin am Fashion Design Institut und muss für ihre Abschlussarbeit ihre Kollektion aus 3 Outfits fotografieren. Eat This ist der Name, den ich diesem Fashion Editorial gegeben habe. Es steht für Eating Disorders, für Essstörung, denn darum geht es thematisch bei dem Konzept für diese Fashion. Die Designerin Vanessa Brakenwagen schreibt bei ihrem Konzept dazu: Ziel der Kollektion war es, meine negativen Erfahrungen mit der Krankheit in etwas Neues, Schönes zu verwandeln, geformt aus all den Emotionen, die mich während dieser schweren Zeit begleitet haben. Ich kann hier natürlich nur ansatzweise das wiedergeben, was Vanessa sich dabei gedacht hat, als sie ihre Kollektion kreiert hat. Aber als ich die Fotos gesehen habe, die sie mir von ihren Outfits zugeschickt hat, habe ich sofort gedacht, okay, da geht es um weibliche Formen, um Körperformen, die gefallen, die nicht gefallen, die verkleinert wurden, vergrößert wurden. Also es geht um Haut. Deswegen rotes Leder, was sie gewählt hat, rote, orange Stoffe. Das sieht aus wie Muskelfasern, Muskelgewebe. Ärmel, die ausgeschnitten sind, offensichtlich um Oberarme dünner erscheinen zu lassen. Ein Kleid mit betont breiten Hüften, andererseits aber auch wieder ein kurzer Rock, um vielleicht lange Beine zu zeigen. Revers, die so geformt sind, dass sie wie eine weibliche Körperform aussehen. Vanessa hatte sich natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie man das am besten in Szene setzt und dafür ein Moodboard gemacht. Vanessa, das sind tolle Outfits. Gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Ja, Bayern generell heute. Ja, wie bei den Moodboards üblich, geht es gar nicht so darum, exakt die Kleider zu zeigen, sondern vor allen Dingen eine Stimmung rüberzubringen. Das ist dann der wirklich kreative Teil. Aber neben dieser Küraufgabe kommt erstmal die Pflicht, die Kleidung so objektiv und so neutral wie möglich abzulichten, also ein Lookbook zu fotografieren. Und dabei geht es dann erstmal darum, das Outfit im Ganzen abzulichten, dann vielleicht nochmal als halber Körper und dann auf Details einzugehen. Besondere Verarbeitungen, besondere Nähte, Reißverschlüsse, alles das, was man später auch zur Dokumentation der Arbeiten braucht. Auch Kopfporträts sind sinnvoll, denn die Make-up-Artisten, Artistinnen wollen auch Ergebnisse ihrer Arbeit haben und das in möglichst hochwertiger Qualität. Gerade beim Lookbook ist es dann natürlich wichtig, auf den richtigen Sitz der Kleidung zu achten. Nicht jedes Outfit passt dann zu dem Model und muss eventuell noch angepasst werden oder muss abgesteckt werden. Und bei der Aufnahme solltet ihr als Fotograf, Fotografin darauf achten, dass die Kleidung korrekt sitzt oder zumindest immer den Designer, die Designerin dabei haben und sagen, schau nochmal auf dieses oder jenes Detail, ist das richtig so? Wolltest du das gerne so machen oder ist das jetzt nur verrutscht? Drin kommt ein weißer Kragen raus. Nee, guck mal, wenn ich von hier reingucke, da sehe ich was Weißes. Zeig mir mal irgendwelche Nähte oder sowas, wo du sagst, okay, das war jetzt besonders schwierig und das willst du in deiner Präsentation nochmal betonen. Also ich finde hier die ähnlichen Formen einzeln ganz gut. Ja, genau, du musst zwischendurch nochmal die Arme nach außen machen, dass man also sieht, dass da irgendwie genau, dass da Arme drin sind. Ja, cool. Das ist unser Set für das Lookbook-Shooting. Einfacher weißer Hintergrund. Davor ein großer Reflektor, Riesenschirm, 1,80 Durchmesser. Ich benutze heute übrigens zum ersten Mal mein neues Stativ, das mir die Firma K&F Concepts zum Testen gegeben hat. Aus Carbon mit einem 36 mm Kugelkopf. Ein Bein ist auch als Monopod zu verwenden.
Scheint super stabil zu sein. Mal sehen, wie es sich schlägt. Meine große, schwere Kamera sitzt auf jeden Fall sehr gut darauf. Haare und Make-up. Auch das hatte Vanessa in ihrem Moodboard schon berücksichtigt. Der Look sollte eher blässlich, vielleicht sogar ein wenig kränklich sein, denn so sollte es zum Thema passen. Auch die Wangen sollten rot sein, vielleicht sogar so eine Art rote Bäckchen oder ein Schneewittchen-Eindruck. Vanessa? Wenn Lisa so ein Schneewittchen-mäßig Apfel in die Hand nimmt, ja, oder so, finde ich auch cool. Ja. Ist es mit den Haaren so gut? Geht auch offen, Alexander? Oder willst du? Ich finde schon, es gut. Ist halt nur die Frage, ob das stört hier oben wegen dem Kragen. Eben war es drüber. Drüber finde ich gut, aber ich würde es auch einmal kurz vielleicht drunter, also sofern die Haare dann. Während der Aufbau für das Lookbook vor einer weißen Hintergrundrolle immer aufgebaut war und zur Verfügung stand, musste für das Editorial jedes Mal ein neues Set gebaut werden. Und da komme ich als Fotograf doch ganz schön ins Rotieren, denn auf einmal heißt es, wo stellen wir Lisa denn jetzt hin? Wo kommen die Requisiten hin? Was fotografieren wir denn jetzt in welcher Situation? Ich versuche dann etwas zu bauen, was sowohl Vordergrund mit dem Model als auch Hintergrund hat. Das heißt, ich schaue also als erstes wieder nach einem Hintergrund. Und ich frage mich bzw. dann auch die Designerin Vanessa, soll es eine helle Szene sein oder soll es eine dunkle Szene sein? Für das erste Editorial Set haben wir uns für den dunklen Hintergrund für die Küche entschieden. Die Küche liegt im hinteren, sowieso schon etwas dunkleren Teil des Raumes und ich stelle Lisa deswegen nach vorne ins Licht, verstärke das noch ein bisschen durch den Blitz und habe im Hintergrund die dunkle, unscharfe Küche. Als Requisiten hatten wir dann ein Tablett mit Obst und Süßigkeiten und das entspricht weitgehend ein Bild aus dem Moodboard, nur dass wir diesmal eine dunkle Szene gewählt haben. Dies wird unser Set 2. Ich fotografiere den Tisch mit dem Essen und Lisa davor, die auf das Essen runterguckt. Vielleicht auch mal als Perspektive ganz. Für das zweite Set haben wir dann das Bild aus dem Moodboard verwendet, wo das Model über einem Tisch oder an einem Tisch sitzt. Sie soll dort etwas essen und fragt sich, ob sie das wirklich tun soll oder ob sie vielleicht nur ein Teil davon ist. Da kommen wir dann auch schon zum Thema Posing und Emotionen. Welche Posen passen denn zum Thema Essstörung? Jemand, der nicht gerne isst, der ist zögerlich. Der fragt sich, soll ich das wirklich essen? Der ekelt sich vielleicht sogar davor. Der krümmt sich, der ist abweisend und das soll sich dann auch im Gesicht widerspiegeln. Ich zeige hier mal einige Bilder, wie Lisa das gemacht hat und ich finde, das ist ganz großartig gelungen. Den Eindruck des Zögerlichen, des soll ich das essen, habe ich versucht zu verstärken, indem ich nah rangegangen bin, teilweise den Fokus sogar nur auf das Lebensmittel gelegt habe und Lisa unscharf im Hintergrund war. Auch die Fashion ist dann natürlich unscharf und im Hintergrund, aber das ist Teil der Geschichte. All diese Posen und Emotionen kann man sich zwar vorher überlegen, aber sie kommen vor allen Dingen während des Shootings in den Sinn. Man kann sich nicht an alles erinnern, was man sich vorher ausgedacht hat. Und hier ist vor allen Dingen das Model gefragt, die eigenen Ideen einzubringen, mitzudenken und auch am Thema mitzuarbeiten und nicht nur auf das zu hören, was der Fotograf, die Fotografin oder der Designer, diese Designerin sagt. Wenn das Model mit eigenen Ideen ankommt, ist man als Fotograf, als Fotografin unglaublich dankbar und kommt selbst wieder auf neue Ideen. Das ist toll, wenn das im Team so klappt. Das dritte Set für das dritte Outfit haben wir dann mit dem gemacht, was im Studio vorhanden war. Der tolle Holzfußboden, große Fenster von der Seite. Also warum nicht einfach ein wenig mit Seitenlicht fotografieren
Hier habe ich dann auch nur mit natürlichem Licht fotografiert, denn das Licht von den Fenstern war ausreichend. Welche Tipps kann ich euch als Team für das Fotografieren solch eines Fashion Editorials also nun geben? Erstens, beschäftigt euch mit dem Fashion-Konzept, das der Designer oder die Designerin erstellt hat. Versucht zu verstehen, welche Absicht dahinter ist. Zweitens, lernt die Outfits kennen, welche Bedeutung sie haben, warum der Designer oder die Designerin sie so gestaltet hat und nicht anders. Drittens, versuch dir vorzustellen, wo das Ganze fotografiert wird, welche Location. Vielleicht weißt du noch nicht genau, in welchem Studio oder an welchem Ort das stattfinden soll, aber du kannst dir sagen, welche Vorstellung du hast, wie die Outfits am besten in welcher Umgebung wirken. Viertens, überleg dir, welche Emotionen und welche Posen du mit dem Thema verbindest. Versuch es dir als Fotograf, Fotografin vorzustellen oder auch vor allen Dingen als Model. Üb es vielleicht schon mal vorher. Fünftens, ein ganz praktischer Tipp. Mach dir eine Liste, was fotografiert werden soll. Dass alle Outfits im Ganzen abgelichtet werden, als halbe Figur. Dass die Einzelheiten aufgenommen werden, die Details. Denn später bist du froh über alles, was du an Material zur Verfügung hast. Mach lieber mehr als weniger. Und sechstens, dokumentiere auch das Fotoshooting. Mach Social Media, mach Aufnahmen behind the scenes, damit du später weißt, was und wer alles dabei war und was ihr fotografiert habt. Ich komme wieder zum Anfang zurück. Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht, mit so einem tollen Team zu arbeiten. Tolle Outfits von Vanessa, super Arbeit von der Make-up-Artistin Alexa, tolles Model Lisa und die Aufnahmen sind so gut geworden, dass wir sie bei einem Magazin eingereicht haben, wo sie dann auch angenommen wurden.